Hallo, liebe Freunde des Rechts. Habt ihr schon mal versucht, eine Beleidigung oder eine üble Nachrede oder eine Volksverhetzung auf Twitter entfernen zu lassen? Dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass das ein beinahe aussichtsloses Unterfangen ist. Und man findet sich damit ab, weil das anscheinend die Spielregeln sind und Twitter scheint damit durchzukommen. Bis jetzt. Jetzt hat das Landgericht Frankfurt eine, und ich wage es zu sagen, bahnbrechende neue Entscheidung getroffen und Twitter zur Zahlung von Schmerzensgeld und zur Unterlassung verurteilt. Aber der Reihe nach. Bisher war das Spiel, wenn es um Social Media und Beleidigung ging, immer so. Man hatte ein Opfer, also einen Kläger, der dann auch vielleicht sich damit dagegen gewehrt hat, in den allerseltensten Fällen allerdings, und man hat einen Täter. Der Täter versteckt sich manchmal hinter einem Pseudonym, manchmal auch nicht, manchmal kann man ihn ermitteln und das Opfer klagt dann gegen den Täter. Das ist ein langwieriges Unterfangen, bei dem meistens mehr Kosten entstehen, als jemals damit erzielt werden kann. Und trotzdem probiert man es. Man könnte zivilrechtlich vorgehen oder strafrechtlich. Strafrechtlich erlebt man als Opfer dann, dass die Staatsanwaltschaft sagt, ach Mensch, das sind doch nur Ehrdelikte, die verweisen wir auf den Privatklageweg, können Sie doch mal selbst schauen, wie Sie da Ihr Glück finden. Das ist doch alles nur digital und findet im Internet statt. Seit einigen Jahren gibt es an manchen Staatsanwaltschaften ein Umdenken, dass diese Sachen ein bisschen ernster genommen werden. Aber auch die Staatsanwaltschaften scheitern ganz häufig daran, dass die nötigen Beweismittel nicht beigebracht werden können, weil zum Beispiel Facebook oder Twitter sich weigern, die IP-Adressen herauszugeben oder sie kommen dann so spät, dass man keine Chance mehr hat, bei der Telekom herauszufinden, wer hinter einem jeweiligen Internetanschluss stand. Insofern wundert es nicht, dass selbst die Mainstream-Social-Media-Kanäle voll sind von rechtswidrigen Inhalten. Und das Schlimme daran ist, wir scheinen uns daran zu gewöhnen, dass es normal ist, Leute zu beleidigen. Junge Leute haben so den Eindruck, ich werde da halt ein bisschen gehatet, das ist doch ganz normal. Was spielt die sich denn hier jetzt so auf? Beschwert sich zum Beispiel ein Kuchen-TV in einem seiner Videos, weil es darum ging, dass tatsächlich mal eine juristische Verfolgung auch gegen ihn erfolgte. Aber jetzt kommt ein wenig Bewegung in die Sache rein. Denn HateAid hat für eine Journalistin einen Prozess vor dem Landgericht Frankfurt geführt und dort wurde zum ersten Mal der Versuch unternommen, und zwar auch erfolgreich, Twitter als Gehilfen in Anspruch zu nehmen auf Unterlassung und Schadensersatz. Und das sind gleich ganz viele Neuigkeiten und ich versuche, die ein wenig zu verorten, wenn sich jemand dafür interessiert, was die Rechtslage dahinter ist und was das vielleicht bedeuten kann für User und Opfer in der Zukunft. Ich selbst hatte ja schon vor 5 Jahren damit angefangen, Facebook in Anspruch zu nehmen, in Haftung zu nehmen, mit dem Argument, dass Mark Zuckerberg oder die Linie darunter spätestens ab dem Zeitpunkt haften für rechtswidrige Inhalte wie Holocaustleugnung, Volksverhetzungen oder eben einfach nur Beleidigungen, wenn sie Kenntnis erlangen. Soweit war man sich eigentlich auch einig. In dem Moment, wo Kenntnis besteht, entsteht eine Haftung. Aber welche Art von Haftung? Ich hatte für den syrischen Flüchtling Anas Modamani, der bekannt geworden ist durch ein Selfie mit Angela Merkel, eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Würzburg beantragt. Und damals hatte 2017 das Landgericht noch gesagt, naja, das ist ja eine Plattform und die sind ja privilegiert durch den E-Commerce Act und der Plattformbetreiber ist kein Gehilfe und kein Täter, selbst wenn er Kenntnis hat. Und auch die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte damals gesagt, das ist doch eine neutrale Handlung, die stellen doch nur die Plattform zur Verfügung, selbst wenn die Kenntnis haben, dass dort rechtswidrige Inhalte, Kindesmisshandlungen oder sowas liegen, dann ist das keine strafbare Beihilfehandlung. Und dann auch die Staatsanwaltschaft München 1, wo ich eine weitere Strafanzeige gegen Mark Zuckerberg erstattet hatte, sagte, ja, mag schon sein, dass da Straftaten vorliegen, aber die Beleidigung ist ja beendet in dem Moment, wo ich sie ausführe und danach kann ich nicht mehr Gehilfe davon sein, weil es keine sukzessive Täterschaft und Beteiligung gibt. Alles das waren Argumente, da kommt noch dann hinzu, neutrale Handlung, ein Steuerberater haftet ja nicht für die Straftaten seines Mandanten und so weiter und so fort. Das ist schwer erträglich, weil es führt am Ende dazu, was vielleicht manche auch so beabsichtigt hatten, dass Plattformbetreiber überhaupt keine Haftung, nicht mal eine Löschungspflicht hatten. So sah es sogar die Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft in München. Jetzt hat das Landgericht Frankfurt nochmal neu bewertet mit allen Informationen, die aus der inzwischen ergangenen Rechtsprechung auch auf internationaler Ebene ergangen ist und gesagt, Twitter ist Gehilfe. Twitter ist Gehilfe einer Straftat, nämlich einer Beleidigung, weil sie
Kenntnis erlangt hatten durch die Meldung oder durch das Meldeverfahren, als sie Auskunft erteilen sollten, darüber, wer hier der User ist, der dahinter stand. Also es gab ein vorangegangenes Verfahren vor dem Landgericht Berlin gegen den Täter und da hatte Twitter auch mitwirken müssen. Ab dem Zeitpunkt hatte also Twitter sichere Kenntnis davon, dass die rechtswidrigen Inhalte immer noch auf Twitter vorhanden waren. Das war nämlich so, der Täter hat das nicht entfernt. Warum auch? Es gibt ja keine Verpflichtung dazu. Der hat einfach die Sachen stehen lassen und Twitter hat diese Sachen auch nicht entfernt, obwohl es nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich eine entsprechende Pflicht gegeben hatte. Und da wurde es dann den Richtern tatsächlich zu Boden. Sie kamen dann erstmals zu der Entscheidung, dass Twitter auf Unterlassung haftet und das war nicht so besonders, aber eben auch auf Schadensersatz. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Auf Unterlassung haftet auch ein Störer. Auch, das kennt man von File-Sharing, derjenige, der einen Internetanschluss betreibt und wo jemand anders eine Urheberrechtsverletzung begeht, dann haftet der Anschlussinhaber, wenn er die notwendigen Vorsorgemaßnahmen nicht trifft, als Störer. Aber als Störer haftet man nicht für Schadensersatz. Und für diese Klage musste jetzt die Klägerin die Grenze zur Täterschaft und Teilnahme überwinden und nachweisen, dass Twitter tatsächlich als Gehilfe handelt. Und da war es das Leichteste zunächst mal, den Vorsatz nachzuweisen. Aber für eine Unterlassungsstrafbarkeit braucht man ja eine Garantenpflicht. Und das Landgericht Frankfurt hat das sauber herausgearbeitet und festgestellt, dass die Löschungsverpflichtung, die spätestens ab Kenntniserlangung erfolgt ist, dazu führt, dass Twitter zu einer Handlung verpflichtet war und deswegen durch das Unterlassen die Strafbarkeit begründet hat, wobei das Landgericht Frankfurt jetzt nicht Twitter ins Gefängnis bringen musste, sondern lediglich die Schadensersatzpflicht, die aus der Straftat entstand, mit einem Schmerzensgeld von damals beantragten 6.000 Euro, 1.000 pro einzelner Verletzungshandlung ausgeurteilt hatte. Und das ist die eigentliche Sensation, weil vorherige Gerichte gesagt haben, Plattformbetreiber, die können doch nichts dafür, das ist doch nicht deren Geschäft oder das ist doch nicht deren Straftat. Naja, sie haben Kenntnis, aber sie betreiben ja eigentlich ein neutrales Geschäft. Und das könnte sich jetzt ändern. Mag sein, dass diese Entscheidung noch in irgendeiner weiteren Instanz neu überprüft wird. Kann sein, dass der Bundesgerichtshof sich dazu äußert, aber sollte das Ding beim Europäischen Gerichtshof landen, sehe ich gute Wahrscheinlichkeiten, dass das bei dieser Linie bleibt, denn wir haben eine neue Art von Rechtsprechung mittlerweile. Während wir vor 10 Jahren noch gesagt hatten, wir müssen das Internet in Ruhe lassen, wir müssen das Internet verstehen, bevor wir es kaputt machen und das erfordert, dass Plattformbetreiber möglichst viel Freiraum und Ruhe haben und dass die ganzen Nicklichkeiten, die da drauf passieren, durch die User selbst oder die Justiz aufgeklärt werden. Aber mittlerweile merken wir, dass das nur dazu führt, dass wir eine immer weiter verrohende Gesellschaft haben, dass wir rechtsfreie Räume haben. Es bringt nichts zu sagen, nein, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, denn faktisch ist es ein rechtsfreier Raum, wenn Rechtsverletzungen nicht abgestellt werden können, wenn man keine Chance hat, gegen einen anonymen Täter oder einen Täter, der bestreitet, die Tat begangen zu haben und dem man die Tat nicht nachweisen kann, wenn man gegen solche Leute nicht vorgehen kann. Und hier kommt jetzt auf einmal das einzige Mittel, was wirklich wirkt, nämlich Geld. In dem Moment, wo Plattformbetreiber finanziell haften für Schmerzensgeld, dann wird es auch eine unternehmerisch sinnvolle und gebotene Entscheidung, gegen solche Sachen wirksam vorzugehen. Wir sehen das an YouTube. Wenn ich Beleidigungen in einem Video irgendwo verstecke, dann gibt es einen Algorithmus, der die Sprache erkennt, versteht und Schimpfwörter ausfiltert und dafür sorgt, dass mein Video demonetarisiert wird, dass also keine Werbeeinnahmen mehr damit erzielt werden können. Und diese Technik hat man wunderbar implementiert und sie führt eben auch dazu, dass die Leute immer schön reinpiepsen, wenn sie irgendwie sich zu unflätig benehmen oder ausdrücken. Verhindert zwar nicht ganz, dass nicht auch falsche Tatsachenbehauptungen verbreitet werden, aber das kriegt man hin, nämlich dort, wo es um Werbeeinnahmen geht, wo es Kunden gibt, die sagen, wir wollen nicht mit unflätigem Content in Verbindung gebracht werden. Wo es aber nur um Opferrechte geht, da gab es nicht viel Anreiz dafür. Und das könnte sich eben in dem Moment ändern, wo es teurer wird für einen Content-Provider, einen Plattformbetreiber oder Host-Provider, rechtswidrige Inhalte stehen zu lassen. Und deshalb freue ich mich immens über diese Entscheidung. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum ich mich so sehr über diese Entscheidung freue, weil ich bin selbst in 2 Wochen
vor dieser Kammer in Frankfurt, und zwar mit einer Mandantin, deren Namen ich nennen darf. Das ist Renate Künast. Die ehemalige Bundesministerin und Bundestagsabgeordnete ist regelmäßig Opfer von Hasskriminalität und Verleumdungen. Es scheint richtig ein Sport zu sein, und sie könnte den ganzen Tag damit verbringen, rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Und wir haben an dieser Stelle gesagt, wir probieren auch mal Neuland zu betreten, wobei ein Teil dieses Neulandes ist jetzt inzwischen schon erforscht worden durch den Twitter-Prozess vor der gleichen Kammer. Wir klagen gegen Facebook für ein verleumderisches Meme, in dem suggeriert oder unterstellt wird, dass Renate Künast ein Zitat getätigt hat, was es nie gegeben hatte. Und dieses Zitat steht immer noch weiterhin auf Facebook. Man kann es googeln, man kann es suchen mit der Suchfunktion auf Facebook, weil Facebook es nicht nötig hat, es zu entfernen. Manchmal entfernen sie es, wenn man genau die richtige URL meldet. Dazu muss man aber mit der rechten Maustaste auf die Uhrzeit gehen und das dann in ein Formular eingeben. Aber Facebook denkt nicht im Traum daran, das gleiche Bild dann auch an anderen Stellen zu entfernen. Und das ist eine wichtige Fragestellung, die noch bisher ungeklärt ist. Ist Facebook verpflichtet, auch gleiche, identische, im gleichen Kontext stehende Inhalte zu entfernen? Und wenn ja, wie viel Ähnlichkeit ist dafür erforderlich? Reicht es aus, wenn ich den Hashwert ein wenig manipuliere, nämlich das Bild einmal durch eine Bildbearbeitung durchjage? Oder muss Facebook tatsächlich drauf gucken, wie der Kontext ist? Ist es vielleicht Ironie oder nicht? Denn hier sind wir auch im Spannungsfeld zur Meinungsfreiheit. Und das werden die Fragestellungen sein, die wir demnächst vor dem Landgericht Frankfurt am Main klären werden, zusammen mit Renate Künast und in Zusammenarbeit mit HateAid, der Organisation, die in Berlin sich darum kümmert, Opfern von Hasskriminalität zu helfen. Die haben dabei ein Modell, wo sie, wie bei dem Twitter-Prozess, Schadensersatz einklagen und dieses Geld verwenden, um andere Prozesse zu führen. Denn leider ist das nach wie vor ein Drauflegegeschäft. Es ist beileibe nicht so, dass man damit Geld verdienen kann, Plattformen oder Täter zu verklagen und auf Schmerzensgeld in Anspruch zu nehmen. In den meisten Fällen ist es so, dass insgesamt mehr Geld ausgegeben wird für Prozesskosten. Ja, ich weiß, wir Anwälte sind wahnsinnig teuer und werden auch nicht billiger. Aber deswegen ist es nötig, die Rechtsprechung dort, wo sie anstrengend ist, erstmal zu prägen. Wir investieren wahnsinnig viel Zeit in all diese Schriftsätze im Augenblick, weil es eben eine neue Rechtslage ist und wir nicht einfach sagen können, das ist doch schon tausendmal so entschieden worden. Aber ein Teilaspekt ist jetzt entschieden worden. Und insofern sehen wir durchaus gute Chancen, dass Renate Künast in Frankfurt auch gewinnen wird. In diesem Sinne, bleibt gesund.